Hi, liebe Mitglieder von PM Sports, wir sind hier in unserem Cycle-Raum oder in unserer kleinen Cycle-Geschichte herab. Hier finden jetzt für die nächsten Tage, Wochen, Monate und hoffentlich auch Jahre, wenn ihr das gut annehmt, unsere Cycling-Sachen statt, also sprich Sprint und The Trip. Ihr habt gerade schon gesehen, Sprint war gerade so ein kleines Video, was schon an ist. Ab Samstag geht's los, ihr könnt die Kurse ab sofort buchen und ich will euch ganz kurz nur erklären, was es mit den Bikes auf sich hat. Nagelneue Fahrräder, ihr könnt hier einige Sachen dran verstellen und solltet ihr auch dran verstellen. Es gibt nämlich immer am Anfang von den Videos so einen kurzen Hinweis zum Bike-Setup, wie das Bike genau eingestellt werden sollte, damit das funktioniert. Und ihr könnt quasi den Lenker in der Höhe, den Sattel in der Höhe und auch in diesen Entfernungen verstellen, dass das so einigermaßen funktioniert. Genau sagen die euch das, wie das dann ist. Um das Bike zu verstellen, müsst ihr hier hinten den Hebel lösen und nach oben ziehen, da ist auch so eine Tasche dran, dann kann man den hoch und runter machen, irgendwo rastet das dann ein, merkt euch vielleicht so die Zahlen, an der ihr seid, generell ist immer diese Faustregel, der Sattel muss so Hüfthöhe sein, damit das funktioniert, hier könnt ihr euch den Abstand noch einstellen, vielleicht ein bisschen weiter nach vorne, so dass am Ende das Knie immer eine günstige Position hat, Lenker, selbe Prinzip, sprich ihr macht den erstmal locker, zieht ihn hoch, dann rastet er wieder ein. Lenker so hoch wie der Sattel ist eine bequeme Position. Wenn es noch bequemer sein soll und du vielleicht Rückenprobleme hast, nimm ihn ein bisschen höher. Das rote Ding hier in der Mitte, was man jetzt vielleicht nicht so super gut erkennen kann auf dem Video, aber seht, wenn ihr drauf sitzt, ist die Schwierigkeitseinstellung und hier vorne könnt ihr noch den Lenker in die Entfernung verstellen. Ich habe so eine Faustformel hier vom Ellenbogen bis zu den Fingerspitzen ungefähr als die Weite, je nachdem wie das angenehm auch für dich ist. Dann könnt ihr euch ganz normal draufsetzen auf das Bike. Da steht es nicht super fest. Ihr habt die Pedale, haben auf der einen Seite eine Klickmöglichkeit, auf der anderen Seite ist das ein ganz normales Körbchen. Deshalb hier rein ins Körbchen, festschnallen die Seite und auf ganz gehen. So. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fahren und vielleicht sieht man sich mal. Ich glaube, mein Kopf ist gerade raus aus dem Video. Hier in dem kleinen Räumchen. Macht euch keine Gedanken über die Luft, der Raum ist klimatisiert. Wir haben eine Klimaanlage dran, die ist automatisch eingestellt, somit, dass ihr immer viel Spaß haben könnt beim Fahren. Und probiert es unbedingt aus. Alle weiteren Fragen gerne an uns am Empfang.